Erinnert ihr euch, was uns die Grüne Partei damals versprochen hat? Keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete. Bereit, weil ihr es seid. Sie haben in Ihrer Rede hier gerade in dem Zelt hinter mir sehr leidenschaftlich über den Krieg in der Ukraine gesprochen. BSW wird vielleicht wahrscheinlich in die Koalitionsgespräche mit der CDU gehen. Mit dem Ansatz, dass zum Beispiel Sarah Wagenknecht festgelegt hat, dass sie nur bereit ist zu sprechen, wenn man Diplomatie in der Ukraine anwendet. Sie wissen, was mit Diplomatie gemeint ist. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, man muss sich darüber im Klaren sein, dass Wagenknecht neben den Landesverrätern von der AfD die schlimmste Propagandistin des Kriegsverbrechers Putin ist und damit ihn immer wieder ermöglicht, diesen Krieg fortzusetzen. Damit ist sie im Grunde de facto eine der schlimmsten Kriegstreiberinnen, die wir im Land haben. Sarah Wagenknecht fordert eine diplomatische, also friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts. Warum sie deshalb eine Kriegstreiberin sein soll, kann ich nicht nachvollziehen. Ohne die Waffenlieferungen des Westens wäre die Ukraine gezwungen gewesen, die völkerrechtlich verbindlichen Minsk-II-Abkommen umzusetzen und der Krieg hätte vermieden werden können. Insofern hatten die Grünen mit ihrem Wahlplakat keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete vollkommen recht. Aber leider haben sie, nachdem sie gewählt wurden, genau das Gegenteil getan. Ich glaube, man muss sich darüber im Klaren sein, dass Wagenknecht neben den Landesverrätern von der AfD die schlimmste Propagandistin des Kriegsverbrechers Putin ist und damit ihn immer wieder ermöglicht, diesen Krieg fortzusetzen. Damit ist sie im Grunde de facto eine der schlimmsten Kriegstreiberinnen, die wir im Land haben. Keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete. Bereit, weil ihr es seid. Krass, was aus den Grünen geworden ist, die ich einmal in der Nähe der Friedensbewegung verortet hatte.